Danke, dass du da bist. Mein Name ist Tommy und heute werden wir essbaren Coca-Cola-Schleim selber machen, plus ein paar kleine Experimente. Viel Spaß! Je nachdem, was für einen Schleim wir herstellen möchten, brauchen wir eine Cola, eine Fanta oder Sprite. Heute gehen wir alle drei Sorten durch. Wir brauchen noch eine geheime Zutat, um diesen Schleim herzustellen. Da ist sie. Das sind gemahlene Flohsamenschalen. Ich habe 1 Kilo davon im Internet bestellt. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, falls ihr euch das Produkt anschauen wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und unter dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Vielen Dank! Wir beginnen mit dem Coca-Cola-Schleim. So, alles rein da. Das sprudelt aber nicht so doll. Nun müssen da insgesamt 5 Löffel von dem Flohsamenschalen rein. Alles schön gut umrühren, sonst wird's klumpig. So, der Schleim ist fertig. Er ist aber noch sehr heiß und wabbelig. Der wird jetzt umgefüllt, damit er abkühlen kann. Schaut mal, wie geil die Schleimkonsistenz ist. Und weiter geht's mit Fanta. Ich habe gemerkt, dass es besser geht, wenn man erst die Flohsamenschalen mit der Flüssigkeit vermischt, bevor man das aufkocht. So entstehen keine Klumpen und man hat einen perfekten Schleim. Wieder umfüllen und abkühlen lassen. Jetzt noch den letzten mit Sprite. Wieder 5 Löffel Flohsamenschalen. Aufkochen lassen und fertig. Schauen wir mal unsere Ergebnisse an. Der Fanta-Schleim sieht doch mal mega aus, oder? Voll der fette, gelbe Lappen. Das ist der Cola-Schleim. Sieht auch aus wie so ein fetter Kacklappen. Leider ist der Sprite-Schleim nicht durchsichtig geworden, da die Flohsamenschalen die Sprite verfärbt haben. So, und weil es ja essbare Schleime sind, kann man nicht nur damit spielen, sondern auch essen. Wer gerne probieren möchte, sollte es aber am Anfang tun, bevor man damit gespielt hat. Denn dann ist er noch frei von Dreck und Bakterien. Wer von euch hat denn Lust, dass ich essbaren Cola-Schleim ins Waffeleisen packe, um zu sehen, was damit passiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Laser vs. Schleim. Da passiert aber nicht viel. Vielleicht mit einem Bunsenbrenner. Ja, ein bisschen hat es auf der Oberfläche geprutzelt. Und weicher ist der Schleim auch geworden. Sonst ist da aber nichts Besonderes passiert. Ich habe noch Ammoniak, was sehr ätzend ist. Da passiert auch nichts. Ich denke, wir machen Schluss für heute. Wie hat euch das Video gefallen? Mir gefällt das Rezept für Coca-Cola-Schleim sehr, da es nicht schädlich ist, besonders für Kinder. Habt ihr noch coole Ideen oder Experimente, die ich ausprobieren soll? Dann schreibt es in die Kommentare, ich lese sie mir durch. Und wenn du noch kein Abonnent bist, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und bald wieder vorbeischaust. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Tommy hat euch lieb.